Das sind die Reihe The Favourites, einem Autor wie Louis Ferdinand Céline Einlass gewährt wird, verlangt sofort nach einer Rechtfertigung. Bei jenen, die ihn kennen. Die ihn nicht kennen, sind im Vorteil. Sie sollten im Grunde über Céline nicht mehr wissen, als dass er mehrere traditionssprengende Romane geschrieben hat, von denen man meines Erachtens zumindest den ersten, seine Reise ans Ende der Nacht, gelesen haben sollte oder zumindest damit vertraut sein sollte, wenn man es mit Weltliteratur zu tun haben will. Wenn man von Louis Ferdinand Céline's Biografie und von seinen politischen Pamphleten nichts weiß, wird die Lektüre der Reise ans Ende der Nacht ein Urereignis sein, eine Erschütterung, beklemmend und erheiternd in einem. Wenn man jedoch von seinem Pamphleten weiß, will man nichts mehr von ihm hören, nicht einmal mehr seinen Namen aussprechen. Also befinden wir uns hier und heute in einem Dilemma. Ich kann jetzt einfach von diesem Roman berichten und sonst nichts. Oder doch noch die Erscheinung des Autors mitporträtieren, dieses zu verfluchenden und verfluchten Scheusals. Eines Scheusals, und dies macht die Aufgabe noch schwerer, eines Scheusals, dass seine Scheusäligkeit auch in seinem Werk autobiografisch rücksichtslos zelebriert hat. Bringen wir es also hinter uns und hoffen, dass die Größe des Romans Reise ans Ende der Nacht den Autor überstrahlt oder gar vergessen macht. Zunächst einmal ist Louis Ferdinand Céline trotz der genialen Neuübersetzung durch Hinrich Schmidt-Henkel aus dem Jahre 2003 hierzulande weitgehend unbekannt geblieben, während er international eine Kultfigur unter Eingeweihten darstellt. Dies hat unter anderem oder vor allem mit Célines rasendem Antisemitismus zu tun. Wer Céline liest, liest seine Pamphlete gegen das Judentum immer gleich mit. Und diese Pamphlete waren, ja, und sie sind so ungeheuerlich, dass der 1894 bei Paris geborene Céline nicht einmal den Nazis geheuer war. Was nun einmal wirklich was heißen will. Dann, Céline war ein Lügner, ein Verkleidungskünstler, Schauspieler, der in jede Rolle schlüpfte, nur um seine Bücher zu vermarkten, um zu provozieren, um sie aus der Schlinge zu ziehen, die er sich mit seinen Provokationen selbst um den Hals gelegt hatte. Jede Facette seiner Persönlichkeit gab er einen Namen. Der Autor hieß Louis Ferdinand Céline, der Arzt für Allgemeinmedizin und Kinderheilkunde, der er auch war, nur bitte kein Armenarzt, ja, wie er selber immer sagte, Dr. Louis de Touche, privat hieß er Louis und in seinem Roman Reise ans Ende der Nacht ist er Ferdinand Bardamu. Den Namen Céline übernahm er von seiner Großmutter, aber nicht, weil er ihr besonders dankbar gewesen wäre für irgendetwas, wie er selber log, sondern weil der Name gut klang. Der klingt ja auch ganz gut. Céline schrieb also nicht nur Romane, sondern er log sich auch seinen eigenen Lebensroman zurecht. Er sagte, er stamme aus dem Proletariat. In Wahrheit war er bürgerlichen Ursprungs. Auch war seine Kindheit langweilig, schlug ihm keine Wunden, wie er selber dann sagte, Wunden, die eine psychologische Betreuung später hätten notwendig werden lassen müssen. Er war als Schüler von exzessiver Faulheit und als er sich freiwillig zur Armee in den Ersten Weltkrieg hineinmeldet und verwundet wird, umspinnt er seine Verwundung sogleich mit der gestellsten Leidensaura des von nun an ewig Versehrten, der noch im Krieg als angeblich valider Unteroffizier in der Londoner Unterwelt den möchtegern Zuhälter und Womanizer gibt, nur damit sich seine Sehnsucht erfüllen möge, über ein Leben zu verfügen, das so intensiv ist, wie eben nur ein Roman. Und um reich zu werden, wird der Aufseher einer, das ist jetzt ausnahmsweise mal wahr, Aufseher einer Kakaopflanzung in der Kolonie Bico Bimbo. Gleich reich macht ihn das nicht, aber er tut eine Weile so, als wäre er es. Entgegen seiner eigenen Beteuerungen wird ihm durch die Protektion seines Schwiegervaters das Medizinstudium leicht gemacht, ebenso seine Reisen, die vielen Reisen in die USA, durch Europa,
nach Kuba und Kanada. Als er 1932 seine Reise ans Ende der Nacht publiziert, ist er ein Superstar. Zumal die Linke den Roman für ein durch und durch kommunistisch gesonnenes Werk hält. Ob schon Céline, zwar literarisch revolutionär, in seinen Ansichten aber bereits ein Reaktionär war. Bis dort hinaus. Als er seine antisemitischen Pamphlete publiziert und man ihn dafür heftig kritisiert, erwidert er, ihn über verwundere die Bestürzung. Sein Tun folge allein dem Antrieb, eine extreme Position einzunehmen, die vor ihm noch keiner eingenommen habe. Noch im Alter zeigt er sich äußerlich vernachlässigt, läuft als Opfer herum, bitte als ein Opfer, das er nie war. Man kann Céline nicht damit rechtfertigen, dass er seine Pamphlete von seinem Romanwerk weitgehend ferngehalten hat. Rechtfertigen lässt sich an Céline generell überhaupt nichts. Vielleicht hilft es, wenn man sich in dieser Frage daran hält, dass ihn Albert Camus bewundert hat, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Henry Miller, dass Grasse so einiges für die Blechtrommel von ihm lernte, sodann Thomas Bernhard, Will Self, Joseph Heller, man erinnert sich an Catch 22, der Lyriker Allen Ginsberg, Bret Easton Ellis, Michel Houellebecq, Charles Bukowski, Kurt Vonnegut, Jörg Fauser oder Elfriede Jelinek. Und Philip Roth, bekanntlich jüdischer Herkunft, der einfach vom pamphletös geifernden Céline absah und sagte, Céline sei der große Befreier der Literatur, ohne den er, Philip Roth, Portnoys Beschwerden nie hätte schreiben können. Mit Célines bestem Biografen, Ulf Geiersbach, kann man am Schluss nur eines sagen. Ein Schriftsteller kann ein Rassist sein und eben ein großer Schriftsteller. Sein Gesamtwerk ächten kann man nur, wenn man an die Literatur moralische Maßstäbe anlegt. In der Reise ans Ende der Nacht ist vom Antisemitismus noch nichts zu spüren. Der Roman ist, wie Ulf Geiersbach schrieb, vieles in einem und zugleich. Zunächst ist er der Roman der Globalisierung, der zunehmenden Verflechtung der Welt, die die Migration als Normalfall der Geschichte erscheinen lässt. Jedes Land, das der anfangs 20-jährige Ich-Erzähler Ferdinand Bardamu bereist, ist eines, in dem, wie heute, jeder woanders herkommt. Der Roman erhebt den Anspruch auf Totalität, die Neigung, sich auszubreiten, auszuwuchern, sich in Personen und Episoden zu vervielfachen, bis die Welt erschöpfend, im Größten wie im Kleinsten, dargestellt ist. Aber immer aus der Perspektive des Ich, Ferdinand Bardamu, als Parabel einer gottverlassenen oder gottverachteten, einer umnachteten Welt. Die Reise ans Ende der Nacht ist ein Kriegsroman gegen den Krieg, in dem laut Bardamu Vaterland Nummer 1 gegen Vaterland Nummer 2 losgeht, ohne Sinn und Ziel. Ein riesiger, so heißt es, ein riesiger, allumfassender Hohn. Nur Lügen, Ficken, Sterben ist in dieser Weltkriegswelt nur angesagt. Und weiter, erbittert wurde gelogen über alle Begriffe, über Lächerlichkeit und Absurdität hinaus. In den Zeitungen, auf den Plakaten, zu Fuß, zu Pferde und im Wagen, alle machten mit, blökten wichtigtuerisch und logen um die Wette. Alle hatten Mäuler bis zum Arschloch runter und nur zum Lügen. Bald gab es in ganz Paris keine Wahrheit mehr. Wir waren alle in einen Taumel absurder Ideale befangen. Von kriegstreiberischen, schwachsinnigen Phrasen betäubt waren Ratten, die schon halb vom Rauch erstickt, in ihrem Aufruhr versuchten, das brennende Schiff zu verlassen, aber uns fehlte jeder gemeinsame Plan, jegliches Vertrauen zueinander. Der Krieg hatte uns entsetzt. Und wir waren auf eine andere Art verrückt geworden, aus Angst. Die steht auf beiden Seiten der Medaille des Krieges. Bald wird die Reise ans Ende der Nacht
zum Abenteuerroman. Zum Roman gegen den Kolonialismus nach dem Vorbild von Joseph Conrads Herz der Finsternis. Die Bonzen ließen mich schließlich laufen. So kam ich mit heiler Haut davon. Aber mein Kopf hatte schwer was abgekriegt. Und das war für immer. Nichts zu wollen. Hau ab, haben sie zu mir gesagt. Du taugst zu nichts mehr. Nach Afrika, dachte ich einfach. Je weiter weg, desto besser. Ich bestieg irgendeinen Kahn der Schifffahrtsgesellschaft Vereinigte Korsaren und los ging's. Er fuhr in die Tropen mit einer Ladung aus Baumwollzeug, Offizieren und Beamten. Die Schiffe war derart alt, dass man auf dem Oberdeck die Messingplatte abmontiert hatte, auf der zuvor sein Baujahr gestanden hatte. Dies Baujahr lag so viele Jahre zurück, dass die Passagiere bei dem Anblick Angst bekommen oder sich kaputt gelacht hätten. Da hatten sie mich also draufgesetzt und jetzt sollte in den Kolonien was aus mir werden. Das war denen, die mich mochten, wichtig. Also, dass ich es zu was brachte. Ich selber wollte nur einfach weg. Aber wenn man nicht reich ist, muss man immer nützlich wirken. Außerdem hatte ich nicht fertig studiert und so konnte das nicht weitergehen. Und genug Geld, um nach Amerika zu reisen, hatte ich auch nicht. Na gut, dann also Afrika, sagte ich und ließ mich in die Tropen abschieben. Wo? So wurde mir versichert, ein maßvolles Auftreten und ein gutes Betragen genügten, um sofort eine gute Stellung zu finden. Ach Gott, diese Aussichten, ich fand sie ja so traumhaft. Viele gute Eigenschaften besaß ich ja nicht, aber ganz gewiss trat ich bescheiden auf, verhielt mich respektvoll, war immer darauf bedacht, pünktlich zu sein und vor allem darauf, mich von niemandem vorzudrängeln im Leben. Kurz, ich war das Taktgefühl selbst. Wenn man es geschafft hat, einer tobenden internationalen Schlechterei zu entkommen, dann ist das doch ein Nachweis für Takt und Unaufdringlichkeit. Aber zurück zu dieser Reise. Sobald wir noch in europäischen Gewässern waren, ließ sich die Sache nicht schlecht an. Die Passagiere hockten auf die dunklen Zwischendecks verteilt, in misstrauischen, schnatternden Grüppchen, in den Rauchsalons, auf den WCs. Von morgens bis abends, all das durchtränkt von Klatsch und Schnaps. Man rülpste, döste und krakeelte abwechselnd und ganz offenbar ohne Europa im Geringsten zu vermissen. Unser Schiff hielt sich auf lauen Gewässern wohl nur dank seines Anstrichs. Der hat viele Lagen farbedünn übereinander, dass es der Admiral Braguton eine Art zweiten Rumpf beschert hatte. Sie war wie eine Zwiebel. Wir waren unterwegs nach Afrika, ins echte, große, das Afrika der unergründlichen Wälder, der tödlichen Miasmen. Kaum hatten wir die portugiesische Küste hinter uns gelassen, da wurde es unerträglich. Eines Morgens beim Aufwachen fanden wir uns erbarmungslos in eine unentrinnbar laue, bedrückende Schwitzbadatmosphäre getaucht. Das Wasser in den Gläsern, das Meer, die Luft, die Betttücher, unser Schweiß, alles war warm, heiß. Weder früh noch spät fand man irgendwas, das kühl gewesen wäre. In der Hand, unterm Hintern, in der Kehle. Außer den Eiswürfeln, im Whisky an der Bar. Da befiel eine tiefe Niedergeschlagenheit die Passagiere, die nunmehr dazu verurteilt waren, sich nicht mehr von der Bar zu entfernen. Wie festgebannt, gefesselt, verharrt, sie unter den Ventilatoren an die kleinen Eiswürfel geschmiedet und zischelten sich in unzusammenhängenden Brockendrohungen und Worte des Bedauerns zu. Und bald ging's rund.
In dieser trostlos unverrückbaren Hitze gerann die gesamte Menschenfracht des Schiffes zu einem gewaltigen Besäufnis. Träge schleppte man sich zwischen Decks einher, wie Kraken am Grunde eines Beckens mit abgestandenem Wasser. Von diesem Augenblick an war zu erleben, wie die furchterregende Natur der Weißen sich vor unseren Augen entfaltete, befreit, provoziert, endlich entblößt, ihre wahre Natur, ganz wie im Krieg. Im tropischen Dampfbad tummelten sich die Instinkte wie Kröten und Nattern, die im August endlich hervorgekrochen kommen und sich auf den rissigen Mauern der Gefängnisse sonnen. In der europäischen Kälte, unter dem schamhaften Grauschleier des Nordens, ahnt man, abgesehen von Gemetzeln, ja kaum die wimmelnde Grausamkeit unserer Mitbrüder. Doch sobald das verderbliche Tropenwider sie ankitzelt, kommt ans Licht, wie durch und durch verdorben sie sind. Da fallen die letzten Hemmungen, die Gemeinheit triumphiert und überzieht uns voll und ganz. Das ist der biologische Offenbarungseid. Sobald Arbeit und Kälte uns nicht mehr knechten, sobald sie uns kurz aus ihrem Schraubstock lassen, erkennt man in den Weißen das, was man von einem anmutigen Ufer erkennt, wenn das Meer sich zurückgezogen hat. Die Wahrheit. Stinkig, schlammige Pfuhle. Wimmelndes Getier. Aas. Kot. So ließ, als Portugal hinter uns lag, alles auf dem Schiff seinen Instinkten wütend freien Lauf, unterstützt vom Alkohol. Und dazu kam noch jenes innerliche Wohlbehagen angesichts des Umstands, dass die Reise gratis war, jedenfalls für Militärangehörige und Beamte auf Dienstfahrt. 4 Wochen hintereinander nichts bezahlen zu müssen, fürs Essen nicht, fürs Trinken nicht und nicht für die Unterkunft, das allein genügt doch schon, nicht wahr, um in wahre Sparsamkeitsräusche zu verfallen. Mich, den einzigen zahlenden Fahrgast, empfand man folglich, sobald dieser Sachverhalt bekannt war, als ausgesprochen unverschämt und schlechterdings unerträglich. Wenn ich vor der Abreise in Marseille die geringste Erfahrung mit dem Milieu der Kolonien gehabt hätte, dann hätte ich mich auf die Knie geworfen und die Verzeihung, die Nachsicht des allgegenwärtigen Rang hohen Offiziers der Kolonialinfanterie zu erheischen. Ich hätte mich vielleicht um höherer Sicherheit willen dem ältesten Beamten zu Füßen geworfen und dadurch vollends gedemütigt. Vielleicht hätten diese unglaublichen Mitpassagiere mich dann ohne zu murren in ihrer Mitte geduldet. Aber ich war ein Ignorant. Meine unwissentliche Anmaßung, in ihrer Nähe auch nur atmen zu wollen, hätte mich fast das Leben gekostet. Man hat nie genug Angst. Dank einer gewissen Gewandtheit büßte ich nur den letzten Rest von Selbstachtung ein. Es lief folgendermaßen ab. Kurz hinter den Kanaren erfuhr ich von einem Steward, man finde mich allgemein angeberisch und arrogant noch dazu, man halte mich für einen Zuhälter und zugleich für einen Knabenschänder, ja, sogar für einen Kokainisten, doch das nur nebenbei. Dann machte die Vorstellung die Runde, ich hätte aus Frankreich fliehen müssen infolge von besonders grässlichen Verbrechen. Ob ich nun ein Spion war oder ein flüchtiger Schurke, man fand tausend Gründe, mich schief anzusehen, die Offiziere aus den Augenwinkeln, die Frauen mit einverständigem Lächeln. Bald trauten sich auch die Bediensteten, Bemerkungen zu machen, hinter meinem Rücken, furchtbar ätzend. Man kam überein, dass ich unzweifelhaft der größte und unerträglichste Lümmel an Bord sei und außerdem der einzige. Nur das konnte was werden. Ich aß an einem Tisch mit 4 leberleidenden, zahnlückigen Postbeamten aus Gabun. Anfangs waren sie noch zutraulich und herzlich. Später bekam ich von ihnen auch nicht ein Wort mehr zu hören. Mit anderen Worten, ich wurde gemäß einer stillschweigenden Übereinkunft unter gemeinschaftliche Überwachung gestellt. Meine Kabine verließ ich nur noch unter umständlichsten Vorsichtsmaßnahmen. Die brühheiße Luft lastete uns auf der Haut, als wäre sie ein fester Gegenstand. Nackt, hinter vorgezogenem Riegel,
lag ich reglos da und versuchte mir vorzustellen, welche Pläne die teuflischen Passagiere für mein Verderben ersannen. Ich kannte niemanden an Bord. Und doch war mir, als würde jeder mich erkennen. Offensichtlich hatte es einen genauen Steckbrief gegeben, den jeder genau vor Augen hatte, wie wenn das Foto eines berühmten Verbrechers in der Zeitung steht. Wider Willen spielte ich die Rolle des unerbittlichen, widerlichen und niederträchtigen Lumpen, der Schande des menschlichen Geschlechts, eines Lumpen, den man jederzeit erneut erfindet und von dem man jeder schon gehört hat, ganz wie vom Teufel und vom lieben Gott, der dabei immer so neu und anders auftritt, sich entzieht, dass er an Land und im Alltagsleben nicht zu greifen ist. Hier erst hatte man ihn isolieren können, den Lumpen, ihn hier gestellt und zu fassen gekriegt, unter den besonderen Bedingungen der Enge an Bord. Ein wahrhaftiges, allgemeines und moralisches Entzücken kündigte sich an. Der Schandfleck sollte seinem Schicksal nicht entgehen, nämlich ich. Allein schon dieses Ereignis lohnte die gesamte Reise. Plötzlich waren alle zu Feinden geworden und ich war zu ihnen gesperrt. So versuchte ich, sie mehr schlecht als recht auszukundschaften, ohne dass sie es bemerkten. Zu diesem Zweck spionierte ich ihnen nach, ungestraft, nämlich aus dem Bullauge meine Kabine, vor allem morgens. Schon vor dem Frühstück ergingen sie sich an der frischen Luft, bepelzt, von der Scham bis an die Augenbrauen, vom Arschloch bis zu den Fußsohlen, in Schlafanzügen, die in der Sonne durchsichtig wurden. Das Glas in der Hand lümmelten sie rülpsend an der Reling, meine Feinde, und drohten bereits, rings um alles zu bekotzen, vor allem der Kapitän mit seinen vorquellenden, rot unterlaufenden Augen, dem schon seit dem Morgengrauen seine Leber tüchtig zusetzte. Regelmäßig erkundigte er sich nach dem Aufwachen bei den anderen Schlingeln danach, wie es mit mir stand, ob man mich endlich über Bord geschafft hatte. Das fragte er. Wie Auswurf! Um das zu bebildern, spuckte er zugleich in das schäumende Meer. Aber oh Gott, was für ein Spaß! Das Schiff kam kaum voran, eher schleppte sie sich brummend von einer Welle zur nächsten. Das war keine Reise mehr, meine lieben Freunde, das war eine Art Krankheit. Von meinem Ausguck aus betrachtet wirkten die Mitglieder dieser morgendlichen Kriegsrats sämtlich schwer krank. Malaria, Alkohol, Syphilis auf jeden Fall. Ihr auf 10 Meter Entfernung sichtbares Siechtum tröstete mich ein wenig über meine eigenen Sorgen hinweg. Alles in allem waren diese Maulhelden ebenso besiegt wie ich. Die Prahlhansten nur noch ein bisschen, das war alles. Einziger Unterschied, die Mücken hatten ihnen schon was abgezapft und ihnen mit Giften, die man nicht mehr wegkriegt, die Adern vollgepumpt, der Alkohol zerfraß in die Lebern, die Sonne zerspaltete ihnen die Nieren, die Sackratten saßen ihnen an den Schamhaaren und das Ekzem fraß sich in die Haut ihrer Wänste. Das Brutzen der Licht würde ihn schon noch die Netzhäute rösten. Nicht mehr lange, und was würde ihnen dann noch bleiben? Ein Fitzelchen Hirn. Was damit zu tun, das frage ich mal. Da, wo sie hinfuhren, um sie umzubringen? Nur dazu konnte sie ihnen Nutze sein, ein Hirn. Da, wo die hinfuhren. Da kann man erzählen, was man will. Das Altern ist nicht lustig in Ländern, wo es keine Zerstreuungen gibt. Wo man in einem Spiegel, der immer trüber wird, zusehen muss, wie man selber immer kaputter, immer unansehnlicher wird. Man verfault schnell in der grünen Hölle. Vor allem, wenn es grässlich heiß ist. Der Norden, der konserviert einem wenigstens das Fleisch. Die Menschen im Norden sind blass, ein für alle Mal. Kaum ein Unterschied zwischen einem toten Schweden und einem jungen Mann, der schlecht geschlafen hat. Der Kolonist aber ist schon am Tag nach seiner Ankunft durch und durch verwurmt. Die unendlich arbeitsamen Würmchen warten nur auf ihn,
und lassen ihn erst los, wenn das Leben schon lange vorbei ist. Madensäcke sind das. Uns standen noch 8 Tage auf See bevor, dann sollten wir anlegen, dem ersten gelobten Land. Mir war, als säße ich einer Kiste Dynamit. Ich aß fast nicht mehr, um nicht an dem Tisch zu sitzen und nicht am helllichten Tag ihre Zwischendecks betreten zu müssen. Ich sagte kein Wörtchen mehr. Nie sah man mich spazieren gehen. Es war schwer, so wenig wie ich auf einem Schiff zu sein und sich dort noch aufzuhalten. Mein Steward, ein Familienvater, berichtete mir bereitwillig, die glorreichen Offiziere der Kolonialarmee hätten, das Glas in der Hand, geschworen, mich bei nächster Gelegenheit zu ohrfeigen und dann über Bord zu schmeißen. Als ich ihn nach den Gründen fragte, wusste er keine, fragte mich seinerseits, was ich wohl gemacht hatte, dass es so weit mit mir gekommen war. Die Frage konnte ich ihm nicht beantworten. Gott, das konnte lange dauern. Meine Fresse gefiel ihnen nicht, das war alles. So bald würde ich nicht wieder reisen mit Leuten, die so schwer zufriedenzustellen sind. Sie hatten ja auch gar nichts zu tun, waren 30 Tage lang mit sich selbst angesperrt. Da brauchte es nicht viel, damit sie in Fahrt kamen. Außerdem, denken wir mal nach, wie viele Leute einem im normalen Leben im Laufe eines normalen Tages den elenden Tod an den Hals wünschen. Zum Beispiel alle, denen man im Weg ist, die sich in der Metro hinter einem in der Schlange drängeln. Dazu all jene, die vor unserer Wohnung vorbeigehen und selber keine haben. Alle, die möchten, dass man schneller pinkelt, damit sie es auch tun können. Kurz unsere Kinder und viele andere dazu. Es hört ja überhaupt nicht mehr auf. Man gewöhnt sich ja dran, nur dass dies Gedränge auf einem Schiff spürbarer ist. Deswegen stört es da mehr. In diesem brodelnden Schwitzbad verdichtet sich der Schweiß der köchelnden Menschen. Und die Vorahnung der ungeheuren Einsamkeit in der Kolonie, die bald sie und ihr Schicksal begraben wird, lässt sie bereits wehklagen wie Sterbende. Sie klammern sich fest, sie beißen, sie zerfetzen, sie sabbern. Meine Bedeutung an Bord wuchs gewaltig, von Tag zu Tag. Mein seltenes Erscheinen bei Tisch, so flüchtig und stillschweigend ich es auch zu halten versuchte, wurde dennoch zu einem bedeutenden Ereignis. Sobald ich den Speisesaal betrat, merkten die 120 Passagiere auf und begannen zu duschen. Die Offiziere der Kolonialarmee, die am Kapitänstisch einen Aperitif nach dem anderen kippten, die rücksichtslosen Steuereinnehmer und vor allem die Grundschullehrerinnen aus dem Kongo, sie alle hatten mit böswilligen Vermutungen begonnen und waren über verleumderische Schlussfolgerungen jetzt so weit gelangt, dass sie mich zu infernalischer Bedeutung aufbliesen. Innerhalb der kompakten Böswilligkeit, mit der ich konfrontiert war, machte ich eines der Lehrerfräuleins als die Rälsführerin des weiblichen Elements in der Kabale aus. Sie kehrte in den Kongo zurück, hoffentlich um dort zu verrecken. Das wünschte ich der Hexe. Sie hielt sich stets in der Nähe der Kolonialoffiziere, deren kräftige Oberkörper in der strahlenden Uniform so gut zur Geltung kamen und denen der Schwur, mich noch vor der nächsten Landung zu zertreten wie eine schleimige Schnecke, zusätzlichen Reiz verlieh. Man besprach in der Runde, ob ich plattgetreten ebenso widerlich sein würde wie in der jetzigen Form. Kurz, man amüsierte sich prächtig. Dieses Fräulein fachte ihre Glut noch an. Sie beschwor Donner und Blitz auf das Deck herab, wollte sich nicht beruhigen, ehe man mich nicht endlich keuchend vom Boden auf las, für immer von meiner angeblichen Unverschämtheit geheilt, kurz und gut dafür gestraft, dass ich zu existieren wagte, wütend zerprügelt, blutend, geschunden und um Gnade flehend unter der Faust und dem Stiefel eines dieser Kerle, deren Muskelspiel und herrlichen Zorn zu bewundern sie sich so glühend wünschte.
Eine Mordsschlechterei, von der ihre welken Eierstöcke sich eine Verjüngung erhofften. Fast so gut, wie von einem Gorilla vergewaltigt zu werden. Die Zeit verging und schließlich soll man eine Corrida nicht so lange aufschieben. Das ist gefährlich. Ich war das Tier, natürlich. Das ganze Schiff verlangte danach und bebte vor Erwartung bis in die Laderäume. Das Meer umschloss uns in diesem abgesperrten Zirkus. Sogar die Maschinisten wussten Bescheid. Und da nur noch 3 Tage blieben bis zum Hafen, entscheidende Tage, stellten sich mehrere Toreros zur Verfügung. Je mehr ich die Auseinandersetzung floh, desto aggressiver und angriffslustiger wurde man mir gegenüber. Die Opferpriester übten bereits. Einmal drängte man mich in einer Nische zwischen 2 Kabinen in die Enge. Mit knapper Not kam ich davon, aber nicht mal zur Toilette konnte ich mehr gehen, ohne offene Gefahr. Dass nur noch diese 3 Tage auf See übrig waren, nutzte ich dazu, auf all meine natürlichen Bedürfnisse zu verzichten. Die Bullaugen genügten mir. Alles um mich herum strotzte vor vernichtendem Hass und Langeweile. Die Langeweile an Bord ist aber auch wirklich unglaublich. Kosmisch ist sie, mit einem Wort. Sie überzieht das Meer und das Schiff und den Himmel. Gefestigte Persönlichkeiten könnten darüber verrückt werden. Und um wie viel mehr diese Rohlinge mit ihren Hirngespinsten. Ein Opfer. Und ich sollte daran glauben. Eines Abends wurde es ernst, nach dem Abendessen, an dem ich trotz allem teilgenommen hatte, vom Hunger getrieben. Ich hatte die Nase nicht vom Teller gehoben, hatte mich nicht einmal getraut, das Taschentuch zu zücken und mir den Schweiß abzutupfen. Nie hat ein Mensch diskreter gegessen als ich. Von den Maschinen stieg, wenn man saß, eine leise, ununterbrochene Vibration unter den Hintern. Meine Tischnachbarn schienen Bescheid zu wissen, was man mit mir vorhatte, denn zu meiner Überraschung begannen sie leutselig und herzlich über Duelle und den Todesstoß beim Stierkampf zu plaudern, mir Fragen zu stellen. In demselben Augenblick ging die Lehrerin aus dem Kongo, eben jene mit dem heftigen Atem, Richtung Salon hinaus. Ich konnte noch erkennen, dass sie ein reich mit Spitzen besetztes großes Abendkleid trug und irgendwie krampfhaft hastig zum Klavier ging, um, wenn man das so nennen will, einige Melodien zu spielen, deren Schlüsse sie aber jedes Mal ausließ. Es herrschte eine äußerst gespannte und unheimliche Stimmung. Mit einem Satz floh ich in meine Kabine. Fast hatte ich sie erreicht, da trat mir einer der Hauptleute von der Kolonialarmee, der prallste, muskulöseste von allen, in den Weg. Nicht aggressiv, aber entschieden. "Wir gehen an Deck", befahl er. Wenige Schritte und wir waren dort. Zu diesem Anlass trug er seine am reichsten vergoldete Mütze und hatte die Uniform vom Hals bis an den Hosenschlitz zugeknöpft, was er seit der Abreise nicht mehr getan hatte. Wir befanden uns also mitten in einer dramatischen Zeremonie. Ich war furchtbar bange. Mir war das Herz in die Hose gerutscht. Dieses Vorspiel, diese ungewohnte Korrektheit ließen mich eine langsame, schmerzhafte Exekution befürchten. Dieser Mann wirkte auf mich wie ein Stück Krieg, das man mir plötzlich in den Weg geworfen hatte. Unerbittlich, borniert, mordlüstern. Hinter ihm erschienen zugleich 4 untergeordnete Offiziere, höchst aufmerksam, und versperrten mir die Tür zum Zwischendeck. Eine Eskorte des Verhängnisses. Keine Möglichkeit zur Flucht mehr. Diese Vorführung hatten sie wohl genauestens geplant. Monsieur, vor Ihnen steht Hauptmann Frémison.
von der Kolonialarmee. Im Namen meiner Kameraden und der Passagiere dieses Schiffes, die angesichts ihres unerhörten Benehmens zu Recht empört sind, darf ich Sie auffordern, Rechenschaft zu geben. Gewisse Bemerkungen, die Sie seit unserer Abreise aus Marseille über uns gemacht haben, sind nicht hinnehmbar. Jetzt ist der Augenblick, Monsieur, laut und deutlich zu sagen, was Sie an uns stört. Öffentlich zu sagen, was Sie seit 21 Tagen schamlos flüstern. Uns endlich zu sagen, was Sie denken. Als ich diese Worte hörte, empfand ich eine ungeheure Erleichterung. Ich hatte einen unausweichlichen Todesstoß erwartet und jetzt, indem er redete, gab der Hauptmann mir eine Möglichkeit, ihnen zu entkommen. Hastig ergriff ich diesen Rettungsanker. Jede Gelegenheit zum Feigesein wird für den, der sich auskennt, zu einer großartigen Hoffnung. Das finde jedenfalls ich. Man sollte nie heikel sein, was das Mittel angeht, mit dem man sich vor Tod, Mord, Totschlag rettet. Und ebenso wenig sollte man lange nach den Gründen der Verfolgung fragen, die man erleidet. Ihr zu entgehen, genügt den Weisen. Vor allem aber ist die Reise ans Ende der Nacht aber ein Märchentraum, wie der Vorsatz des Romans schon sagt. Reisen, das ist mal was Nützliches. Da kriegt die Fantasie zu tun. Alles andere bringt nichts als Enttäuschungen und Mühsal. Unsere Reise hier findet ganz und gar in der Fantasie statt. Das ist ihre Stärke. Sie führt vom Leben zum Tod. Menschen, Tiere, Städte und Dinge, alles ist erdacht. Dies ist ein Roman, eine ganz und gar fiktive Geschichte. Littré sagt das und der irrt sich nie. Und außerdem kann jedes halten, wie er will. Man braucht nur die Augen zuzumachen. Es ist auf der anderen Seite des Lebens. Der Roman ist kitschfrei, ist lyrisch, widersprüchlich, sinnlich delirierend, komisch und mitleidsvoll. Ganz anders, als stets behauptet wird, und anarchisch. Religion, Politik, Besitz, Glücksstreben, Nation, Patriotismus, Heimat, Grenze, Mut, Tapferkeit, all diese Dinge sind für Bardamü nur Wortphantome, Vorwände, damit wir weiter vor uns hindämmern, anstatt diese Motten aus dem Gehirnkasten zu verscheuchen. Besonders die Politik, verbunden mit den ewigen Territorialstreitigkeiten und dem Verlangen nach Expansion, macht Bardamü in einem Exkurs zur Geschichte Frankreichs lachen. So erzählte man mir, dass Napoleons Generäle beim Rückzug aus Russland ihre liebe Mühe gehabt hatten, den Guten daran zu hindern, dass er sich ein letztes wunderbares Mal in Warschau von der Polin seines Herzens einen blasen ließ. So war unser Napoleon sogar inmitten der schwersten Schicksalsschläge und Widrigkeiten. Bruder Leichtfuß, kurz und gut. Sogar er, der Adler seiner Josephine. Ein schwerer Fall von Leidenschaft, das muss man ihm zugestehen, da gibt es gar nichts. Nichts zu machen, solange man Lust auf Sinnesfreuden hat und aufs Amüsement. Und diese Lust haben wir schließlich alle. Das ist das Tragische. Man denkt nur daran. In der Wiege, im Café, auf dem Thron, auf dem Klo, überall, überall, alle denken, wir mit dem Schwanz, ob Napoleon oder nicht, ob Hahnrei oder nicht,
das Vergnügen zuerst, sollen doch die 400.000 verrecken, die bis zum Federbusch in der Beresina stecken, so dachte der große Besiegte. Hauptsache, Napo kann noch eine Nummer schieben, der Saftsack. Naja, und? So ist nun mal das Leben. So geht alles zu Ende. Nicht seriös, schon lange. Vor seinen Zuschauern ist der Tyrann angewidert von dem Stück, das er spielt. Er geht vögeln, der Tyrann. Wenn er es satt hat, dem Publikum den Wahnsinn vorzuschwitzen, dann ist sein Maß eben voll. Schicksal lässt ihn fallen, bevor er bis drei gezählt hat. Nein, die Begeisterten machen es ihm nicht zum Vorwurf, dass er sie mit Schwung massakriert. Nein. Das macht doch nichts, das würde man ihm doch voll und ganz verzeihen. Aber wenn er auf einmal langweilig wird, dann gibt es kein Pardon. Ernst ist nur erträglich gemeinsam mit Kitsch. Epidemien sind erst zu Ende, wenn die Mikroben ihr eigenes Gift überhaben. Robespierre haben sie guillotiniert, weil er fortwährend dasselbe erzählte, und Napoleon seinerseits hat die Inflation der Orden von der Ehrenreligion nur 2 Jahre lang überstanden. Es war das Verhängnis dieses Narren, dass er der Hälfte des verblüfften Europa Abenteuerlust bereiten musste. Unmögliches Unterfangen. Und er ist daran verreckt. Was Bardamö am Ende immer bleibt, ist die Angst als Grundantrieb und daraus die Sucht, überall wegzulaufen. Bekanntlich gibt es genug Menschen, ob sie nun lügen oder nicht, ich glaube, sie lügen eher, die behaupten, sie hätten keine Furcht vor Sterben, noch Tod, noch dem Gefühl des Verlorenseins, wenn man an den Tod denkt. Schön, das ist darauf, Bardamö, schön. Aber wenn man keine Fantasie hat, ist es eine Kleinigkeit zu sterben. Wenn man welche hat, ist Sterben viel zu viel. Die Reise führt titelgebend tatsächlich ans Ende der Nacht, jener Nacht, die uns von Anfang an umgibt. Aber nicht am Ende des Buches, wie viele erwarten, sondern nach dem ersten Drittel, wo Bardamö glaubt, seinem Doppelgänger Robinson begegnet zu sein und wo Bardamö und mit ihm Céline einen Sinn seiner Literatur erkennt, nämlich im Heraufbeschwören der Lebenden und der Toten, die alle dasselbe Schicksal teilen. Der Typ redete im Dunkeln weiter mit mir, während ich in meine Vergangenheit zurückglitt, geleitet vom Klang seiner Stimme, als riefe sie mich vor die Tore der Jahre, dann die Monate, dann meiner Tage. Und ich fragte mich, wo ich diesem Wesen schon einmal begegnet sein mochte. Aber ich fand nichts. Ich bekam keine Antwort. Man kann sich verirren, wenn man sich so tastend zwischen den vergangenen Gestalten bewegt. Erschreckend, wie viele Dinge und Leute man in sich hat, die sich in ihrer Vergangenheit nicht mehr bewegen. Die Lebenden, die man in die Krypten der Zeit verbannt, schlafen so tief gemeinsam mit den Toten in denselben Schatten, dass man sie schon nicht mehr auseinanderhält. Man weiß gar nicht mehr, wen man beim Älterwerden wecken soll, die Lebenden oder die Toten. Das und nur das ist das bisschen Licht, das allerdings, wie Bardamö an anderer Stelle sagt,
in der Nacht erlischt. Das Revolutionäre liegt bei Celine nicht in der Handlung, im Plot, sondern im Stil, der zwischen verschiedenen, einander eigentlich ausschließenden Tonlagen unablässig und rasch und leicht wechselt. Von der Hochsprache bis zu Marcel Proust'scher Höhe, hinunter zum Argot, zur Umgangssprache bis zur Vulgarität und wieder hinauf. Ferdinand Bardamü, der Ich-Erzähler, erlebt den Ersten Weltkrieg, durchquert den Kongo, New York, Detroit, Paris, Toulouse, Arras, in den Vorstädten von Paris, am Schluss Leiter einer Irrenanstalt, bei der man sich fragt, ob die draußen nicht verrückter sind als die Tränen. Doch all diese Welten wirken so real, wie fantastisch, wie nicht ganz von dieser Welt. Und jeder Episode folgt eine Art Mikrosequenz, ein ethisches Mikrofazit, wie das folgt. Wenn der Hass der Menschen keinerlei Risiko für sie birgt, ist ihre Dummheit rasch überzeugt. Die Argumente kommen dann ganz von allein. Manchmal wäre es gar nicht so schlecht, wenn es etwas gäbe, woran man die Guten von den Bösen unterscheiden könnte. Das kann man nur bejahen, wie wahr. Diesem Fazit hätte Celine später folgen sollen. Der Schriftsteller Roger Nimier, der das Drehbuch schrieb zu Fahrstuhl zum Schafott, hat über Celine einmal gesagt, der Teufel und der liebe Gott streiten sich sehr heftig um ihn. Gut, ich glaube, am Ende einer Nacht dieser Streitigkeiten hat Gott Celine dem Teufel überlassen. Vielleicht darf Celine ja hier und da mal auf Kurzbesuch hinaufreisen in die himmlischen Sphären, um sich bei seinen Opfern für seine Pamphlete zu entschuldigen.